Heute zeige ich Ihnen die Herstellung eines Tortenboden nach Wiener Art. Für unsere Wiener Masse benötigen wir Eier, Zucker, eine Prise Salz, Mehl, Stärke, flüssige Butter oder Öl. Zunächst werden wir jetzt das Ei mit dem Zucker und der Prise Salz auf ca. 40 Grad erwärmen. Dadurch verbessern wir die Emulgierbarkeit des Eies, bedeutet, wir bekommen ein schöneres Volumen in unsere Masse. Das Ganze wird jetzt unter ständigem Rühren erwärmt, dass uns nichts anliegt. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann das Ganze auch über dem Wasserbad erwärmen. Die Masse wird dann sofort umgefüllt in unseren Rührkessel und direkt aufgeschlagen. Man spricht dann hier auch vom sogenannten Warm- und Kaltaufschlagen. Während unsere Masse jetzt aufschlägt, können wir gleich unseren Tortenring vorbereiten. Wir machen das Ganze mit einem runden, verstellbaren Tortenring und den müssen wir vorm Backer, eben weil er keinen Boden hat, mit Backpapier einschlagen. Und das möchte ich Ihnen jetzt genau zeigen, wie das funktioniert. Dafür benötigen wir jetzt ein ganz normales Backpapier und platzieren unseren Tortenring einfach in der Mitte. Wir beginnen jetzt mit einer Ecke, die einzuklappen und falten das Ganze jetzt immer zentimeterweise zum Tortenring hin. Am Tortenring angekommen, klappt man das jetzt zum Rand hin und können das mit dem Daumen fixieren. Und jetzt wird das Ganze mit dem Zeigefinger hier auf dieser Seite glatt gestrichen und wieder zum Ring hingefaltet. Ihr könnt es hier wieder mit dem Daumen halten und streichert hier wieder glatt. Wir falten hin, halten das Ganze, streichert es glatt. Wir machen das jetzt so lang, bis wir einmal ringsrum sind. Am Ende angelangt, machen wir jetzt so lange weiter, bis wirklich nichts mehr zum Falten ist. Und drücken jetzt einfach das Ende an Tortenring hin und dann ist das Ganze sauber eingeschlagen. Sollte das bei Ihnen jetzt hier nicht heben, gibt es einen ganz einfachen Trick. Wenn wir das Ganze dann auf dem Backpapier platzieren, nehmen wir einfach das Ende, drücken das ans Blechrand hin und dann können wir unsere Biskuitmasse einfüllen. Wenn man die Technik einmal beherrscht, dann kann man natürlich auch das bei anderen Formen genauso anwenden. Ob unsere Masse ausreichend aufgeschlagen ist, können wir mit einer Fingerprobe überprüfen. Dazu nehmen wir einfach das Fingerfahrrad einmal rein und nehmen wir den jetzt hier raus. Und wenn wir hier so lange Nase haben, die eben nicht sonderlich großartig abtropft, dann ist unsere Masse fertig aufgeschlagen. Jetzt wird sofort das gesiebte Mehl und die gesiebte Stärke untergehoben. Wichtig ist, dass man das von Hand macht, dass man nicht zu viel Luft rausdrückt aus der Masse, da wir ja auch kein Backpulver drin haben, sondern der wirklich nur durch die Luft, die wir eingeschlagen haben, gelockert wird. Das Ganze machen wir jetzt nach und nach und heben das jetzt eben schön vorsichtig unter. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man zu zweit ist, dann kann einer nämlich ständig so ein bisschen das Mehl reinrieseln lassen und der andere dreht die Schüssel und hebt vorsichtig unter.
sobald das Mehl drinnen ist, geben wir auch noch das Öl dazu. Das Öl sorgt dann dafür, dass unser Brot noch viel saftiger wird. Die Masse wird jetzt direkt eingefüllt und dann kommt das Ganze direkt zum Backen in den Ofen. Fertig gebacken ist unser Tortenboden, sobald man drauf drücke und der wird schön elastisch zurückfedert. Der Boden wird jetzt direkt nach dem Backen mit etwas Kristallzucker bestreut. Und dann gestürzt. Dadurch bekommen wir jetzt ein schöner, ebener Boden. Unser Tortenboden ist jetzt schön ausgekühlt. Das heißt, wir können ihn jetzt aus dem Ring rausschneiden. Ich würde Ihnen empfehlen, daheim immer den Tortenboden schon am Tag vorher zum Backen. Dann tun Sie sich auch deutlich leichter beim Schneiden. Dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Nachbacken.